Viel Spaß. Ja, im kleinen Horrorladen mit den neuesten Filmen. Wir sind wütend, ziemlich wütend, weil diese Politmarionetten offenbare Aufgabe vergessen haben, nämlich uns, der Gemeinschaft, zu dienen und nicht gemeinsam mit Banken und den Konzernen über das Volk zu herrschen. Wir sind keine Dummen. Wir sind einfach nur wütend, weil es in diesem Land keine Pressefreiheit gibt, ja? Und wir von abhängigen Medien entweder mit geistigem Müll oder mit Falschinformationen zugeschissen werden. Wir sind wirklich wütend, weil unsere Kinder, die haben kein Bildungssystem, die haben ein Ausbildungssystem. Ja? Und dieses Ausbildungssystem wird sich in genau dieselben Hamsterräder hineintreiben, in denen wir schon atemlos den Herzkasperl entgegenhurteln. Wir sind wütend! Wir sind wütend, weil wir nicht am Ende unserer Tage dann an medizinischen Geräten angeschlossen, ja, vergiftet dahin vegetieren wollen, um der Pharmaindustrie und dem Bruttoinlandsprodukt zu dienen. Wir sind wütend, weil wir endlich aufwachen! Weil wir bemerken, dass wir als Bioroboter gehalten wurden! Und den Maschinen dienen! In Wirklichkeit sind wir freie Individuen! Mit einem Geist, mit einer Seele. Und wir sind wirklich sehr, sehr wütend. Und wir sind mehr, als ihr glaubt. Und wir sind die, die nicht mehr unsere Stimmen in Urnen werfen werden. Wir werden sie behalten, damit wir schreien können. Wir sind wütend. Wir sind wütend. Wir sind wütend. Wir sind wütend. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Viele sind ohne Arbeit. Oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Banken gehen pleite. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet. Genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zu Hause im Sessel, sehen fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So, als ob das ganz normal wäre. Es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, sodass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause und langsam wird die Welt, in der wir leben, immer kleiner. Und wir sagen nur, bitte, lasst uns wenigstens hier in Ruhe in unserem Wohnzimmer. Lasst mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meine Stahlgürtelreifen. Dann sage ich auch nicht, lasst mich bloß in Ruhe. Ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation, die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen, ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal. Mein Leben hat einen Wert. Ich will jetzt, dass ihr alle aufsteht, einer wie der andere. Ich will, dass ihr sofort aufsteht, zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf raussteckt und schreit. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! This is a man's world! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken! Da müsst ihr wieder durch! Da müsst ihr einfach durch. Weil, wenn ihr euch das nicht interessiert, dann seid ihr einfach wirklich genauso verblödete Konsumzombies. Ja, anders kann ich das nicht mehr sagen. Das interessiert mich nicht, ich hab das neue iPad. Hört auf, die 20 Minuten zu lesen, hört auf, Telezüri zu gucken, hört auf, überhaupt Fernsehen zu gucken und informiert euch im Internet. Es ist einfach wirklich vonnöten, dass ihr auch mal versteht, dass wir keine, wie sagt man, Wirtschaftskrise haben, oder wie heißt das, die Euro-Krise, das ist keine Krise, das ist ein Dilemma. Und das ist ein Unterschied, Dilemma und Krise. Jawohl. Und übrigens, wie das alles funktioniert, der Euro und der ganze Scheiß, da haben ja viel früher ganz wichtige Professoren, Doktoren und so haben davor gewarnt. Und dazu mal, das ist jetzt so 10 Jahre her mittlerweile, Schritt für Schritt
erläutert, was passiert, wenn man den scheiß Euro einführt. Und es ist passiert, und so, guckt euch das Zeug mal an, also der Professor Dr. Karl Schachschneider und so ist sehr wichtig. Ich bringe euch noch einen kleinen Zusammenschnitt von all diesen wichtigen Personen, die mal schnell was erläutern. Ihr müsst euch damit befassen. Konjunkturpolitik, Beschäftigungssicherung, Geldwertstabilität, all dieses ist nur mit nationaler Geldpolitik möglich. Nicht mit multinationaler, wie wir ja gerade erleben. Alle Währungen der Welt orientieren sich am Dollar. Das heißt aber auch, wer den Dollar beherrscht, beherrscht das Weltgeldsystem. Sodass der Zins nicht mehr ein Phänomen des freien Marktes ist, durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird, sondern dass der Zins gewissermaßen staatlich diktiert wird. Das hat es in der Währungsgeschichte schon einmal gegeben. Wer also sagt oder behauptet, die EZB mache doch nur auf einem kleinen Level das, was die Federal Reserve schon seit langem betreibe, der irrt sich gewaltig, denn Transparency und Accountability, also Transparenz und Rechenschaftspflicht werden jedenfalls von der Federal Reserve sehr ernst genommen und dies geschieht bei der EZB nicht. Jawohl, gut ist auch die Seite nur wieso. Da will ich aber gleich Kritik üben bei euch. Ihr müsst also, die Verschwörungstheoretiker-Seiten sind ja Wahrheitsbewegungen, ihr müsst das ein bisschen trennen, weil viele haben dann so wie sagen die? Grenzwissenschaft nennt ihr ja das. Ihr müsst das trennen. Weil einer, wo sich da nicht auskennt, geht gucken und sieht dann, aha, Obama ist ein Arschloch, aber die glauben ja auch an UFOs, also ist das eh alles scheiße. Das wäre noch sinnvoll, wenn ihr das irgendwie getrennt würdet machen. Wichtig ist auch das Kompaktmagazin das ist ein super Typ, der hat's auch in krass. Infokrieger TV auch reinpfeifen und dann ist noch, Moment, ist alles hier eingeblendet. Wissensmanufaktur, da müsst ihr euch durcharbeiten. Ja, guckt euch die Clips an, guckt euch das mal an, dass jemand die Welt versteht. Die Welt ist nicht kompliziert, sie ist nur komplex. So, und es ist einfach überall so. Auch mit dem scheiß Krieg jetzt wieder überall, damit mit dem scheiß Syrien und mit dem ganzen Scheißdreck. Es geht wieder um Öl und um Ressourcen. Ihr glaubt mir das nicht, da spiele ich euch schnell was ein, wie das ein linker Politiker ganz klar sagt, auch mit dem Waffenverkauf. So, habt Spaß, da, ihr Fotzen hier. Aber nun komme ich zu anderen Themen, Libyen. Es stört mich ungeheuer, wie selbstverständlich auch von SPD und Grünen nach Bomben gerufen wird. Ist es falsch? Sie haben immer gesagt, im Sicherheitsrat hätte man zustimmen müssen der Bombardierung Libyens. Ihre Theorie lautet doch, Bomben verjagen Gaddafi und helfen den Demokratie- und Freiheitskämpfern. Ich sage Ihnen, das ist die größte Differenz zwischen den Linken und Ihnen. Wir akzeptieren Krieg als Mittel der Politik auf gar keinen Fall. Hier unterscheiden wir uns wirklich diametral. Ja, und ich möchte Ihnen das auch begründen. Ich bin jetzt in der Situation, Außenminister Westerwelle verteidigen zu müssen, was ihm wahrscheinlich gar nicht recht ist. Stimmt, aber trotzdem sage ich es. Müssen Sie durch, Herr Westerwelle. Und zwar, weil Ihre Stimmenthaltung zwar nicht völlig richtig war, ein Nein wäre besser gewesen im Sicherheitsrat, aber auf jeden Fall war die Stimmenthaltung viel besser als das Ja, das SPD, Grüne und in Wirklichkeit ja auch CDU und immer mehr Teile der FDP verlangen. Warum ist es denn so falsch? Wir haben so viele Diktatoren auf der Welt. Wollen Sie die alle wegbomben? Was ist eigentlich Ihr Maßstab? Erklären Sie das doch mal der Bevölkerung. Jetzt höre ich, für 83 Millionen Euro hat die Regierung Waffenlieferungen an Gaddafi genehmigt und dann bombt sie ihn weg. Der amerikanische, der britische und auch der deutsche Geheimdienst haben mit Gaddafi zusammengearbeitet. Polizisten, deutsche Polizisten haben ihre Freizeit dort ausgebildet. Das alles wurde mit Gaddafi gemacht. Und plötzlich einen Tag drehen sie das Ganze und sagen, jetzt ist er doch ein Schurke und jetzt bomben wir ihn weg. Das ist nicht nachvollziehbar, das ist verlogen, das ist nicht glaubwürdig. Das ist das Entscheidende. Und jetzt hören wir, dass Gaddafi sogar 6 G36 Sturmgewehre hatte, die sind nie erlaubt worden. Jetzt frage ich die Bundeskanzlerin, wie sind die da hingekommen? Ja, Herr Kauder, wenn Sie das nicht wissen, dann haben Sie keine Kontrolle über den Export von Rüstungsgütern. Das ist unverantwortlich. Ich möchte wissen, wer, wann, wohin hier Waffen verkauft. Aber nun bleibe ich mal bei der Theorie auch der Grünen und der SPD, dass das ja hilft den Demokratie- und Freiheitsbewegungen und schadet den Diktaturen. Dann erklären Sie mir zwei Sachen. Warum haben Sie noch nie Bomben auf Bahrain gefordert und warum haben Sie noch nie Bomben auf Syrien gefordert? Warum nicht auf Bahrain und nicht auf Syrien?
Ich kann es Ihnen sagen, in Bahrain ist der größte amerikanische Stützpunkt und in Bahrain sind die Saudi-Arabis einmarschiert, an die Sie alle zusammen Waffen für 700 Millionen Euro verkauft haben und die Saudi-Arabis schießen auf die Freiheits- und Demokratiedemonstranten. Deshalb kommen Sie gar nicht auf die Idee, dort zu bombardieren. Und bei Syrien gibt es auch eine einfache Begründung. Syrien hat nur ein ganz bisschen Erdöl und Libyen hat ganz viel. Und ich sage Ihnen das, das kotzt mich wirklich an. Seit tausenden Jahren, wenn man genau hinsieht bei Kriegen, stehen immer ökonomische Interessen dahinter. Lassen Sie sich doch da nicht mit hineinziehen, wie Sie das in den letzten Jahren ständig gemacht haben. Ständig gemacht haben. Und an Saudi-Arabien verkaufen wir jetzt ja auch noch zusätzlich 200 Panzer. Und Saudi-Arabien, darf ich das noch sagen, Al-Qaida, das ist doch nun wirklich eine Terrorausbildungsorganisation, die wird ausschließlich von Saudi-Arabien bezahlt. Und die besten Beziehungen der US-Regierung und der deutschen Regierung bestehen zu Saudi-Arabien. Das ist doch alles völlig unglaubwürdig, zu sagen, wir bomben für Demokratie und arbeiten mit den Terroristen und den Diktatoren zusammen. Das geht nicht auf, das sage ich hier ganz klar. Und dass Sie sagen, Frau Bundeskanzlerin, Sie sind stolz, dass die Jugendarbeitslosigkeit halbiert war. Sie kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, ich war gerade dort. 75% der Menschen bis 25 Jahre, die eine Beschäftigung haben, arbeiten als Geringverdienerinnen und Geringverdiener. Das ist doch keine Lösung, das ist doch ein zunehmendes Problem. Was glauben Sie, wie sauer sind? Leider gehen dann manche dazu über, die NPD zu wählen, was wir alle nicht wollen. Also müssen wir diese Fragen so schnell wie möglich lösen. Und zwar in der Bildung genauso wie auf dem Arbeitsmarkt. Gutes Mörgeli! Ich bin der Christoph Mörgeli und er ist ein Morgenchli. Das muss doch mal sein, Christoph Mörgeli, du bist ein Arschloch. Oh, verklagt er mich jetzt? Ui, der droht ja immer so im Telezüge. Ich verklagt alle. Ja, mit Mörgeli lässt sich nicht Spaß. Bist du eigentlich vom Aufgebissen? Jawohl, ich bin vom Aufgebissen. Ich hab auf den Aufgeschissen und der Tarantel gestochen und die Filzfläuse kribbeln mir durch das Dicht. So. Du machtest einige interessante Aussagen. Du warst bei einer Radioshow zu Gast und redetest über 9-11. Und ist es eine Theorie oder glaubst du einfach nicht der Erklärung der Regierung darüber, was an 9-11 geschah? Ich hatte Fragen, eine Menge Fragen. Ich entschloss mich, diese Fragen in der Alex Jones Radioshow öffentlich zu stellen, denn ich verfolge seine Arbeit seit vielen Jahren. Ich wurde angegriffen, es gab eine Menge Verrisse. Ja, die Leute werden sehr wütend, wenn Prominente eine Meinung haben. Ich weiß. Er ist nicht qualifiziert. Wer zur Hölle ist er, dass er eine Meinung äußert über etwas so Schreckliches? Es war traurig, denn sie sahen sich nichts von den Dingen an, auf die ich sie hingewiesen hatte. Die ganzen Beweise, die zu meinen Fragen geführt hatten. Sie sagten, ich wäre nur ein weiterer durchgeknallter Hollywood-Clown. Ich bin der Überzeugung, dass ich die einzigen notwendigen Voraussetzungen hatte. Ich bin ein steuernzahlender Amerikaner, der sein Land liebt. Es ist etwas, worüber du nachdenkst und worüber du mehr wissen willst. Hast du die Bänder studiert, oder? Ich habe eine Menge Nachforschungen betrieben. Nicht nur ich, die ganzen Leute, die das vor mir gemacht haben. Die Experten, die Ingenieure, die Physiker, die Wissenschaftler und Professoren, die diese Themen behandelt haben. Ich habe mir deren Nachforschungen angesehen und gesagt, ja, so viele Aspekte der offiziellen Version halten nicht stand. Deshalb entstanden diese Fragen. Zwei Bereiche, WTC 7 und die 5 Einzelbilder vom Pentagon. Betreiben Sie Ihre eigenen Nachforschungen. Was ist mit den Zeiten in diesem Land passiert, in denen wir ein verfassungsmäßiges und gottgegebenes Recht hatten, neugierig zu sein über Dinge, die keinen Sinn ergeben? Viele Kabel-TV-Sendungen brauchen Themen, über die sie sich aufregen können. Über dich können sie eine ganze Woche lang schreien. Wochen nach Sheens Auftritt im landesweiten Fernsehen veröffentlichte die Bundesregierung zwei neue Videos vom Pentagon-Anschlag, die fast identisch sind mit den vor 4 Jahren veröffentlichten Einzelbildern. Wir müssen uns die Frage stellen, wie das Pentagon angegriffen werden konnte, das im Prinzip bestbewachteste Gebäude der Welt. Wir müssen die Einzelbilder eines Überwachungskamerabandes von diesem Tag betrachten. Angeblich kracht ein Passagierflugzeug in die Seite des Pentagons, aber auf den Bildern sieht es eher nach einer Lenkrakete aus. Die ist